Einen wunderschönen guten Abend. Es begrüßt euch Van Apian, euer Lieblings-YouTuber und Autohändler. Ich sitze heute Abend in einem Auto, was auf den ersten Blick erstmal unspektakulär aussieht. Eine Audi A6 Limousine in Schwarz mit 3 Liter Turbodieselmotor. Aber dieser Wagen hat eine kleine, aber nicht unwichtige Besonderheit. Er hat gerade die 300.000 Kilometer Marke geknackt. Und ich dachte mir, machen wir uns heute einfach mal den Spaß und schauen, wie sieht so ein A6 in diesem Baujahr einfach nach über 300.000 Kilometern aus? Was funktioniert noch? Was funktioniert nicht mehr? Ja, und vielleicht finden wir auch die eine oder andere Überraschung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Test. So, dann gehen wir nochmal genauer aufs Auto ein. Wir haben hier also eine Audi A6 Limousine, Baujahr 2010, mit dem 3 Liter Dieselmotor V6 und das Allerwichtigste, wir haben hier einen Quattro. Neu hat der Wagen mal damals so 69.500 Euro gekostet. Besonders erwähnenswert ist, was Audi damals unter so einem Plex-Style-Paket verstanden hat. Das heißt, der Grill, der eigentlich in Chrom wäre, der ist in Schwarz lackiert, aber da, wo eigentlich Chrom wäre, da haben wir einfach nur schwarzes Gummi. Ja, also das ist ein bisschen enttäuschend. Da waren auch mal schönere Alufelgen drauf. Die haben aber auch irgendwann mal das Weite gesucht. Ja, und ansonsten hat der Wagen natürlich auch schon die eine oder andere Kampfspur. Ja, zu erwähnen an der Front ist vor allem das hier. Dafür können jetzt die Kilometer nichts. Da hat einfach der Fahrer nicht aufgepasst. Also die Stoßstange hier ist gebrochen. Da gab es wohl mal einen kleinen Rempler. Ja, also das ist jetzt auch nicht mehr so ganz fest, aber was ich wirklich mal lobenswert erwähnen möchte, trotz vieler Autobahnkilometer, die Scheinwerfer sind nicht blind. Also da wurde nicht irgendwie rumgefuscht. Das sind die Original-Scheinwerfer, haben wir eben Xenon-Scheinwerfer, und die sind auf beiden Seiten nicht blind und auch nicht wirklich sandgestrahlt. Und das hat mich wirklich überrascht. Wie gesagt, ich habe nachgeprüft, das ist ja schön bei Audi, man kann das gut nachprüfen. Das sind noch die originalen Scheinwerfer. So schön die Scheinwerfer an der Front auch sind, so ja, unschön sind sie hinten. Also die sind schon richtig aufgeraut, also hier schon richtig milchig. Also naja gut, ich glaube, da hat der TÜV jetzt nicht so große Probleme mit, solange es noch durchscheint. Aber schön sieht es nicht mehr aus und auf der Fahrerseite ist der sogar gebrochen. Und wir können jetzt ja nochmal schauen, ob alle auch noch funktionieren, weil wir haben ja hier ab Werk LED-Technik. Behauptet zumindest bei den Bremslichtern. Blinker, glaube ich, ist noch in Halogen, aber das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, natürlich würde ich euch auch gerne den Motor mal zeigen, das ist aber jetzt ein kleines Problem, denn der Haubenlifter hier, der ist noch echt, also noch der originale, der hat überhaupt keine Funktion mehr. Ich hoffe, man sieht es auch, also da quillt auch das Öl raus, aber da haben wir es eben, man sieht nicht viel vom Motor, V6 3.0 TDI. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, hier ist auch mal gereinigt worden. Also nach 300.000 Kilometern wäre diese Abdeckung hier nicht so staubfrei, wie es jetzt hier ist. Jetzt machen wir es mal. Achtung, Köpfe einziehen. Ja, also das ist echt gefährlich. Also wenn ihr euch mal so ein Auto anschaut, passiert öfters generell mal bei Autos, die ein bisschen älter sind, dass die Haubenlifter den Geist aufgeben, nicht drauf verlassen. Vorher mal testen, sonst sind die Finger ganz schnell ab.
So, obwohl dieser Wagen schon so eine hohe Laufleistung hat, sieht das Lenkrad wirklich noch gut in Schuss aus. Also ich habe schon teilweise Skodas zum Beispiel gesehen, da war schon bei 80.000 Kilometern hier die Naht aufgerieben. Die ist hier noch komplett geschlossen, auch keine größeren Schäden im Leder, also durch Eheringe oder irgendwas. Also das hat mich wirklich erstaunt. Auch hier die Bedientasten nicht abgenutzt, wie man das zum Beispiel beim 5er Golf erkennt, da wäre das hier nur noch weißes Plastik. Ja, starten würde man den Wagen hier ganz alt manuell mit Schlüssel, also kein Keyless oder irgendwas. Ja, und wenn man den anschmeißt, ja, dann piepst hier natürlich erstmal ganz viel. Ja, Service ist fällig. Das ist jetzt überhaupt nicht überraschend. Gibt auch kein Serviceheft. Aber das hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Er sagt immer wieder, Druckverlust, bitte alle Reifen prüfen. Der Druck stimmt, das ist auch kein Fremdkörper drin. Aber es lässt sich nicht mehr resetten. Da ist wohl irgendwas im Steuergerät. Also ja, wie gesagt, 300.000 Kilometer mag man dem Auto dann auch mal verzeihen. Ansonsten hier am MMI, hier Aldi, Audi Multimedia Interface, wie man das so schön nennt in Ingolstadt. Da ist auch nichts abgegriffen. Auch die Lüftungsdüsen sind nicht kaputt, also da funktioniert noch alles. Klimaanlage auch nichts abgegriffen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt noch, weil ich halb blind filme, den Schaltknauf für das Automatikgetriebe sehen. Hat auch noch eine gute Griffigkeit. Also generell jetzt hier so vom Armaturenbrett her sehe ich jetzt hier die 300.000 Kilometer nicht wirklich. So, und da brummt der jetzt auch mal, der mächtige 3 Liter Dieselmotor. Und was auch noch faszinierend ist, das ist eigentlich etwas, was man bei amerikanischen Autos kennt. Das ist aber kein Reimport. Also der wurde mal als Werkswagen zugelassen im Erstbesitz. Und hier in dieser Anzeige würden wir jetzt eben Himmelsrichtung sehen. Also hier würde jetzt Southeast stehen. Das heißt, hier ist es auf Englisch, ja, also nicht auf Deutsch. Und wenn ich jetzt weiterfahren würde, je nachdem, wie die Navigation das erkennt, dann würden sich eben auch die Buchstaben hier ändern. Und auch der Innenspiegel, eigentlich gibt es ja diese Krankheit bei solchen Fahrzeugen der VW-Gruppe dieser Baujahre, dass dann eben hier bei den automatisch abblendbaren Innenspiegeln ja die Flüssigkeit eben austritt, dann werden die matt. Das ist hier nicht der Fall, funktioniert noch, auch die LED funktioniert noch, Spiegelverstellung funktioniert auch noch einwandfrei. So, und jetzt noch ein kleines Problem. Es ist dieser Vorführeffekt, denn der Wagen verfügt über eine Einparkhilfe vorne und hinten akustisch, aber hat auch eine Rückfahrkamera. Und jetzt habe ich es ein paar Mal natürlich ausprobiert. Und wenn man hier den Rückwärtsgang einlegt, dann springt natürlich die Rückfahrkamera an und auch die Parksensorik. Und jetzt, wenn ich jetzt immer gefahren bin, ist dann das Kamerabild ausgefallen. Hier unten der Knopf für die Einparkhilfe hat wie wild geblinkt, also wollte mir signalisieren, hier gibt es irgendeine Störung. Wenn ich euch das natürlich vorführen will, dann funktioniert's. Oh, das klingt aber auch sehr gesund hier. Gut, wir lenken auch im Stand, aber es ist nur in eine Richtung. Das ist echt spannend hier. Jetzt ist es wieder weg. Aber hier die Grafik funktioniert auch noch. Ich finde auch, die Kamera macht noch ein sehr, sehr gutes Bild. Aber wie gesagt, hier scheint irgendein Wackelkontakt drin zu sein, weil hin und wieder macht sie nicht das, was sie machen sollte. So, und was auch sehr erstaunlich ist, der Wagen hier verfügt über diese Lederausstattung, die schimpft sich Valcona. Und ja, das Leder hier ist schon etwas porös, aber noch nicht aufgerissen. Und das hat mich wirklich fasziniert, weil ich will jetzt nicht alle Daimler über einen Kamm scheren, aber eine E-Klasse würde bei der Laufleistung mit Leder schon ein bisschen anders aussehen. Was ich wirklich richtig faszinierend finde, der hat ja auch elektrische Sitze, und die funktionieren auch noch. Und auch die Lordosenstütze ist noch nicht durchgesessen. Also die stützt durchaus noch den Rücken. Und auch hier diese verlängerte Beinauflage, die Mechanik funktioniert auch noch einwandfrei. Auch lobenswert zu erwähnen ist, dass die Mittelarmlehne noch funktioniert. Also hier das Scharnier und auch die Höhenverstellung funktioniert noch. Also da ist nichts gebrochen. Spricht aber vielleicht auch dafür, dass dieses Auto, obwohl es schon 4 Besitzer gesehen hat, doch nicht ganz so unpfleglich zumindest in der Mechanik behandelt wurde. So schön die Sitze auch noch generell aussehen mögen, das ist etwas, das hat mich echt schockiert. Also, ihr habt ja hier hinten so Plastik, ne? Dann habt ihr dieses Ablagepaket, wie sich das bei Audi nennt. Übrigens, dieser Wagen hätte auch noch eine Sitzheizung hinten, die auch funktioniert, trotz 30 Grad Außentemperatur, mal ausprobiert. Aber diese Verkleidung hier, die war hier mal verklebt und das sieht so auch aus, als hätte das hier schon mal jemand geflickt. Die hat sich gelöst und dann könnt ihr hier hinten komplett in die Innereien reinschauen. Und das ist nicht nur auf der einen Seite, das fängt auch auf der anderen Seite an, beziehungsweise da ist es auch schon lose. Also, naja,
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass hier mal irgendwie Vandalismus betrieben wurde. Da ist einfach der Kleber ausgetrocknet im Laufe der Zeit. Und dann hält das nicht mehr. Nicht ganz so schön. Aber das lässt sich ja schnell reparieren im Gegensatz zu gerissenem Leder. So, das sind die beiden Schlüssel zum Fahrzeug. Ja, da ist jetzt schon ein bisschen hier die Farbe ab, aber da ist noch nichts grob verschlissen. Wobei man da sagen muss, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ja, wie man damit umgeht. Also das kann auch schon mal sein, dass hier das Gummi sich dann auflöst. Also ich habe da auch schon andere Audi-Schlüssel gesehen. Ne, von vorne eben Chrom. Die Klappautomatik, ja, mehr schlecht als recht. Ja, also Federn sind ein, wobei es geht eigentlich noch. Bisschen ausgeleiert sind sie schon, funktionieren aber beide noch, senden auch beide noch. Ja, also da muss man natürlich die Batterie auch hin und wieder mal austauschen. Und natürlich drehen wir jetzt auch noch mal eine Runde, um so einen Fahreindruck zu bekommen. Wie fühlen sich die Dämpfer an? Wie fühlt sich die Lenkung an? Schlägt hier irgendwas aus? Und nur für euch, ohne Lüftung, ohne Klimaanlage, damit ihr mich auch gut versteht. So, dann werfen wir den Motor mal an. Springt sofort an. Jetzt haben wir natürlich wieder das Blinkkonzert hier. So, jetzt auf der Bundesstraße. Zur Geräuschkulisse muss man sagen, die Lüftung ist ja wie gesagt aus, aber wir haben Winterreifen montiert. Ich erwähnte es, die Original-Sommerfelgen gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir hier vielleicht auch ein höheres Klangbild. Die Bundesstraße an sich ist nicht mehr die beste, deswegen das merkt man vielleicht auch, dass es ein bisschen wackelt. Aber ich höre jetzt hier nichts klappern. Also hier die Türverkleidung. Alles fest. Und ich muss auch sagen, die Stoßdämpfer machen auch wirklich noch einen guten Job. Wobei ich hier aber auch sehr stark vermute, dass hier nicht mehr die Originalen verbaut sind. Dass die also auch schon mal getauscht wurden. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht prüfen. Aber federt gut. Also das macht auf jeden Fall vom Fahreindruck noch einen sehr, sehr guten Eindruck. Das sollte ja auch so sein bei einem Eindruck. Wir werden jetzt natürlich auch mal auf die Autobahn fahren. Ich hoffe, es ist nicht ganz so viel Berufsverkehr, Freitagabend. Aber dann wollen wir auch mal ein bisschen schauen, was der V6 noch so leistet. So, auf der Autobahn schauen wir gleich mal, ob wir raus beschleunigen können. Oh ja. Boah, noch mal 140. Jetzt ist aber leider wieder jemand vor mir. Aber das brummt gut. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich hoffe nicht, dass das Windgeräusch auf der Scheibe so störend ist. So, jetzt aber. 140, 150, 160, naja, 170, 180, 190, ja, und ich muss bremsen. Oh, oh, oh. Ah, die Bremsen sind nicht mehr die dollsten, das muss ich gleich mal sagen. Die sind ein bisschen runter, ich würde mal sagen kurz vor Anschlag, also kurz vor Verschleißbremse. Und jetzt hier auf der Autobahn merke ich, Winterreifen könnten mal wieder eine Wuchtung vertragen. Sind auf jeden Fall freigegeben bis 210, also wir durften so schnell fahren. Aber jetzt fängt es ja doch ein bisschen an, im Lenkrad zu vibrieren. Also jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß. Bei 140 sehr starke Vibration. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auf die Kamera überträgt. Ich vermute jetzt aber mal, es liegt an den Reifen. So, nochmal. 160. 170. 180. Oh, hätte ich jetzt ein bisschen mehr gedacht bei dem Motor. 190, 200, aber mehr will ich eigentlich überhaupt nicht mit den Bremsen. Von mir war jetzt aber auch komplett frei. So, dieser Wagen verfügte bereits über Adaptive Cruise Control, was man auch intelligenten Tempomaten nennen kann. Der hier funktioniert noch, springt an. Ich habe vor mir ein Auto, er hält den Abstand, bremst sogar ein bisschen ab jetzt. Also der Radarsensor, der dort eben mit verbaut ist, der funktioniert noch einwandfrei, wie ich das feststellen kann. Keine Warnleuchte und ich habe jetzt auch nicht irgendwie beängstigende Gefühle, was den Abstand von mir betrifft. So, die Lenkung, ja, die ist noch direkt. Hat natürlich eine Servolenkung verbaut, ist ein A6 nicht, aber spricht an. Ich habe jetzt auch nicht ein schwammiges Gefühl. Nö, also Lenkung ist noch gut, also ich sehe auch keinen Fehler in der Servolenkung, habe natürlich auch ausgelesen, aber auch der Anspruch ist noch gut. Während der Probefahrt hat der Wagen eine normale Betriebstemperatur erreicht, ist also nicht heiß gelaufen, nur plötzlich begann da so ein komischer Ölgeruch aufzusteigen, roch dann plötzlich wie so eine alte Diesellok, also da ist wohl eine kleine Leckage.
So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf andere elektronische Einheiten hier im Fahrzeug. Klar, ob die Spiegelheizung noch funktioniert, kann ich bei der Außentemperatur momentan nicht überprüfen. Aber die Spiegelverstellung, gucken wir mal, was der Spiegel macht. Das klingt auf jeden Fall sehr gesund. Ja, er tut noch, aber klingt so, als hätte er irgendwie Arthritis. So, dann gucken wir jetzt nochmal auf die andere Seite. Ich hoffe, das sehen wir überhaupt von hier. Ja, funktioniert auch, aber macht auch einen Heidenlärm. So, jetzt nochmal die Fensterheber. Erstmal auf der Fahrerseite. So, hoch und runter kein Problem. Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Beifahrerseite. Einwandfrei. Wobei ich da natürlich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob die schon mal ausgetauscht wurden. Gucken wir nochmal hinten. Da weiß ich jetzt nicht, ob da eine Automatik sein sollte. Also ich muss die ganze Zeit hier den Schalter ziehen, damit das Fenster zugeht. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Aha, da ist nämlich eine Automatik. Das heißt, auf der Seite ist die Automatik für den Fensterhebermotor anscheinend hinüber. So. Die Klimaanlage, die kühlt, die hatte ich jetzt die ganze Zeit an, immer dieses Gepinge hier. Schöne Geräuschkulisse. Herzliche Grüße an alle Kopfhörernutzer gerade. Also Klimaanlage funktioniert einwandfrei, kühlt, haben wir hier auch mit zwei Zonen. Sieht man dann eben hier oben. Die Anzeige funktioniert eben auch. Jetzt machen wir nämlich mal die Lüftung hier. Das ist ganz spannend. Da muss man nämlich da auf Knopf drücken, hier drehen und dann kann man hier nämlich die Lüftung runterdrehen. Und gleichzeitig ist es aber auch ganz spannend, wenn man die Sitzheizung bedienen will, dann drückt man hier auch auf den Knopf, aber die Stärke, die stellt man eben auch hier über das Rad ein. Muss man halt wissen, weil als ich das Ding vorhin das erste Mal gefahren bin, war die Sitzheizung an und ich habe sie irgendwie nicht ausbekommen, weil ich das nicht mehr so ganz genau aus dem Kopf wusste. Das ist natürlich auf beiden Seiten und man kann sie hier auch ausschalten. Das funktioniert eben auch. Das war nicht ich, das war irgendwie die Lüftung. Man muss wissen, Klimaautomatik hat ja Stellmotoren, damit die Lüftungsdüsen eingestellt werden und irgendwie... Ja, gut, wunderbar. Also da sieht man dann so, da kommen dann so die kleinen Feinheiten, wo man eben dem Wagen dann doch 300.000 Kilometer anmerkt. So, der Wagen soll auch Sprachbedienung haben. Gucken wir mal. Adresse eingeben. Den Ort bitte. Berlin. Bitte nennen Sie den Eintrag oder die Zeilennummer. Wie bitte? Abbruch. Billing ist mehrfach vorhanden. Bitte nennen Sie den Eintrag oder die Zeilennummer. Abbruch. Abbruch. Da seht ihr mal wieder, das ist noch so mit, ja, die frühe Version von Sprachsteuerung. Ich bin damals dienstlich einen VW Touran gefahren. Es war der erste Wagen, der so allen Schnickschnack hatte. Und der hatte auch Sprachsteuerung. Und da haben wir wirklich auf langen Fahrten einen Heidenspaß gehabt, um rauszukriegen, was so die Navigation oder die Sprachsteuerung so angeblich versteht. Ich sag Berlin, die versteht irgendwie Schwelling oder Willingen, was sie jetzt auch immer gesagt hat. Also sie funktioniert, sie versteht Stimme. Man muss aber bedenken, Auto aus 2010... etwas ältere Technik hier drin. Vielleicht muss man ja wirklich ganz klares Hannoveraner Hochdeutsch sprechen. So, dann gucken wir doch mal die Knöpfe hier. Also ich gehe jetzt mal wieder auf, na, Radio traue ich mich jetzt nicht so ganz. Gehen wir mal auf Telefonbuch. Knöpfe leuchten noch. Sagt man natürlich, bitte Mobiltelefon verbinden. Ob das jetzt geht oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Ist auf jeden Fall vorhanden. Wir haben auch noch hier Navigationsknopf. Also man sieht auch, die Resonanz auf den Knopf ist auch noch da. K. Da haben wir eben hier, wie ich schon gesagt habe, Adaptive Cruise Control, Einparkhilfe, Service-Intervallanzeige, Scheibenwischer, Kombi-Instrument und eine ambiente Beleuchtung. Leider ist es jetzt taghell, deswegen kann ich nicht sagen, ob die noch tut.
Gut, bevor ich nachher wieder den Kommentar lese, du wolltest alles ausprobieren. Ich probiere es aus. Ich habe hier kostenlose Werbung, nicht? Wird nicht bezahlt. Aha. Jetzt hat er natürlich mein anderes Telefon gefunden. Das ist auch gut, obwohl das hier an ist. Nehmen wir halt mein zweites Telefon. Ich möchte gern freisprechen. Das heißt Audio Streaming, das gab es anscheinend damals noch nicht. Jetzt muss ich das andere Handy annehmen. Ich stehe parkend, ich darf's. Jetzt will er hier eine PIN. Also hat einwandfrei funktioniert. Man muss ja nicht alles so sehen, bei welchem Anbieter ich bin, aber Verbindung hat vorhin funktioniert. Ich habe mich wieder getrennt, weil hasse das immer, wenn ich so zigtausend Autos in meinem Handy habe. Radio. Nur 5% der Menschen in deutschen Gefängnissen sind Frauen. Na, dann haben wir wieder was gelernt, ne? Also der hat auch das Audi Soundsystem, was gut wummert. Also der Subwoofer macht auch noch einen guten Job. Was ist also mein Schlussfazit zu diesem Audi A6 mit 300.000 Kilometern? Naja, zum einen muss ich erstmal sagen, dass ich jetzt nur diesen einen Audi A6 hier exemplarisch hatte mit 300.000 Kilometern. Die anderen, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben noch nicht mal die 150.000er Marke überschritten. Das ist also genauso zu sehen wie bei unserem 5er Golf Video. Wir haben explizit ein Fahrzeug getestet, um sich eben hier mal einen Eindruck bilden zu können. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war sehr überrascht, was trotz dieser Laufleistung noch alles funktioniert. Und sehe auch den ein oder anderen Makel gar nicht mal so schlimm, weil man eben die Laufleistung im Kopf behalten muss. Würde ich mir also so einen Wagen zulegen, wenn ich mir jetzt privat ein Auto kaufen müsste? Naja, man muss hier einfach noch im Hinterkopf behalten, dass zum Beispiel der Keilrippenriemen porös ist. Das heißt, der muss auf jeden Fall mal gewechselt werden. Und auch der Zahnriemen wäre eigentlich mal wieder fällig. Und das sind dann wiederum Kosten, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, als Winterauto gerne, aber wirklich als Wertanlage, als längeres Fahrzeug, wenn diese Kosten noch anstehen, eher nicht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es kurz und spontan war. Wenn dem so ist, dann gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, dann auch gerne abonnieren. Und hier gibt es noch das eine oder andere Video, was euch auch noch gefallen könnte. Ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf, euer Fan, Appian.